Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir und somit auch im Jahr 2020. Juhu, ein neues Jahr ist angebrochen und ja, ich habe mir gedacht, bevor wir auch hier auf meinem Kanal das neue Jahr einläuten, zeige ich euch aber noch die Highlights aus dem Jahr 2019, also aus dem vergangenen Jahr logischerweise. Und ja, ich habe mir 10 Bücher rausgesucht. Ich muss ehrlich sagen, es waren zwar noch so 1, 2, die ich auch noch gerne draufgepackt hätte, aber ich habe mir gedacht, so komm, du beschränkst dich jetzt. Nur zu eurer Information, ich habe im Jahr 2019 70 Bücher gelesen, worauf ich super, super stolz bin, denn ich habe mir als Ziel damals nur 50 gesetzt und habe 70 geschafft. Und ja, ich bin da super stolz drauf, vor allem wenn ich überlege, dass ich Prüfungen hatte und alles. Und ja, also ich bin super happy mit dieser Zahl. Und genau, jetzt habe ich mir 10 Bücher rausgesucht, die ich euch als meine Highlights aus dem Jahr 2019 zeigen möchte. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los und ich zeige euch die Bücher. Als erstes habe ich mir rausgesucht Love Me Lordly von Kati Weber. Und zwar dieses Buch so ein bisschen stellvertretend für die Reihe. Es ist ein New Adult Buch und ich mag die Geschichten unglaublich gerne. Ich habe euch dazu auch schon, ich glaube, zu jedem Teil Rezensionen abgedreht und ich mag die Geschichten einfach. Sie sind richtig cool, sie haben genug Witz, die Charaktere sind einfach toll und es lässt sich super locker flockig lesen. Es ist nur etwas Tolles für zwischendurch, aber ohne langweilig zu sein. Es kommt ohne viel Drama aus und ich mochte das so, so gerne. Vor allem Band 1 hat mir so gut gefallen und Band 2 auch. Mir haben alle Bände gut gefallen, aber Band 1 und Band 2 waren so super cool und ja, deswegen ist dieses Buch definitiv auf meiner Highlight-Liste gelandet. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist auch super gut für New Adult-Anfänger oder Leute, die vielleicht sonst in diesem Genre nicht lesen, weil es ihnen zu dramalastig oder sonst was ist. Da kann ich das wirklich sehr empfehlen. Ich mag die Bücher sehr gerne und möchte definitiv noch mehr von der Autorin lesen im neuen Jahr. So, dann habe ich One More Chance von Ricky Land und Penelope Ward. Steht auch hier so ein bisschen stellvertretend für die Autorinnen bzw. auch für diese Reihe. One More Chance war aber so ein Buch, muss ich sagen, auch jetzt von der kompletten Reihe. Ich habe noch komplett im Kopf, was passiert ist. Es war so unglaublich humorvoll, aber dabei ist auch nicht die Tiefe verloren gegangen. Das Buch ist in 2 Parts aufgeteilt und ja, es hat mir unglaublich gut gefallen. Es war sehr witzig, für manche vielleicht sogar ein bisschen too much an Witz, aber ich fand es wirklich lustig und es war einfach total schön zu lesen. Die Charaktere sind einem so sehr ans Herz gewachsen. Man hat so mitgefiebert, was passiert und ja, ich mag das einfach. Ich mag einfach Ricky Land und Penelope Ward als Duo sehr gerne. Ich mochte bis jetzt alle Bücher aus der Reihe und auch einzeln von den Autorinnen, wenn sie die Bücher alleine geschrieben haben, sehr, sehr gerne. Und ja, kann euch hier auch nur eine absolute New Adult Leserempfehlung geben. Ich mag die Bücher so unglaublich gerne. Ich habe, glaube ich, Band 1 und Band 2 gelesen. Und Band 3 und Band 4 muss ich tatsächlich noch lesen und ich freue mich so sehr darauf. Das sind immer so Bücher, die bewahre ich mir immer ein bisschen auf, weil die lese ich halt auch gerne zwischendurch. Sie sind so locker flockig, haben so einen gewissen Tiefgang, aber nicht zu viel. Also so das Perfekte, ja, wenn man nach dem ganzen Alltagsstress einfach mal ein bisschen entkommen möchte. Und ja, ich liebe es wirklich. Dann eine Reihe, beziehungsweise hier der erste Band, stellvertretend für die Reihe definitiv, die ich so ins Herz geschlossen habe. Ich liebe sie wirklich sehr. Es hat so, ja, direkt Klick gemacht und es hat bis zum letzten Band angehalten. Und zwar rede ich von Prince of Passion, hier Nicholas. Ja, es geht halt, wie der Name schon sagt, um Prinzen, beziehungsweise hier geht es um die Enkel der Queen von Vesco. Und ja, ich mochte es. Im ersten geht es halt um Nicholas, im zweiten Band geht es um Henry, das ist sein Bruder. Im dritten Band geht es dann um den Bodyguard dieser beiden. Und im vierten Band geht es um die Queen selbst, als sie jung war. Und ich habe jedes einzelne Buch gelesen, nicht gelesen, geliebt wollte ich sagen. Ich habe jedes einzelne Buch geliebt. Was ich in diesen Büchern auch so toll fand, ist, es ist zwar eine Reihe, aber jedes Buch steht für sich und jedes Buch ist auf seine eigene Art und Weise, ja,
anders und toll. Und das fand ich auch so klasse, weil es ist halt oft so, dass in Reihen, dass die Charaktere zwar andere sind, aber so vom Grundschema ist alles gleich. Und das fand ich halt so klasse in diesen Büchern, weil es eben nicht so ist. Die Bücher sind alle anders und bei jedem Buch ist es wirklich eine Überraschung, was einen da erwartet. Und ja, ich liebe diese Reihe so sehr. Es ist echt meine Herzensreihe. Und ja, ich kann sie jedem von euch empfehlen. Ich habe auch Band 4 gelesen und ich habe ihn so abgöttisch geliebt. Ich glaube, die Bücher haben alle von mir 5 Sterne bekommen. Wie gesagt, es ist einfach ganz, ganz große Liebe und ich habe nicht viel erwartet. Also für alle, die New Adult mögen, die ja so Königsreich-Geschichten mögen, es ist einfach klasse. Lest diese Reihe, ich liebe sie. Dann kommt als nächstes ein Buch, von dem ich, als ich es die ersten 50 Seiten gelesen habe, nicht gedacht hätte, dass es auf diese Liste hier wandert. Denn ich habe dieses Buch irgendwie ein bisschen gehasst. Ich war kurz davor, es abzubrechen, aber ich weiß nicht, hinterher habe ich es umso mehr geliebt. Und zwar geht es natürlich um Colleen Hoover, was perfekt war. Es ist eine so, so traurige Geschichte, die mir das Herz auf hundertfache Weise gebrochen hat. Und wie gesagt, ich habe das Buch mit der Clara angefangen zu lesen und ich mochte es halt am Anfang nicht so gerne, weil die Protagonistin hat mich sehr genervt, da war eine Sache, die hat mich sehr gestört und ich konnte mich da nicht so sehr reinversetzen und ich war kurz davor, das Buch abzubrechen, so auf den ersten 50 Seiten, weil es mich so sehr genervt hat. Ich weiß nicht, ob ich da hypersensibel war in der Zeit oder was da los war, auf jeden Fall, es hat mich einfach so sehr gestört und ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe es nicht abgebrochen, ich habe weitergelesen und ich habe dieses Buch so sehr geliebt. Es ist ein Herzschmerz-Pur-Buch, also wirklich. Es geht halt um Quinn und Graham und ja, Quinn und Graham lernen sich kennen und lernen sich lieben, aber die Geschichte, ich sag mal so, die Hauptgeschichte spielt ein paar Jahre später, wo die beiden verheiratet sind und alles nicht mehr so toll ist, wie es damals den Anschein gemacht hat. Sie stecken in einer ziemlichen Ehekrise und ja, man kann eigentlich sagen, sie sind kurz davor, sich zu trennen, beziehungsweise sie gehen immer weiter auseinander und ja, das ist so der Hauptkern der Geschichte und man liest halt in den Kapiteln immer jetzt und früher und dann liest du jetzt, wo halt alles schlimm ist und oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und man liest früher, wo halt alles angefangen hat, wo sie sich die ewige Liebe versprochen haben, wo sie sich das versprochen haben. Und es ist so schlimm. Es hat mein Herz wirklich zerrissen, zerbrochen. Und ob es am Ende zusammengefügt wurde, das möchte ich euch nicht verraten, weil das war für mich bis zum Ende auch Nervenkitzel pur. Aber ich liebe dieses Buch wirklich. Es hat einen ganz schönen Platz in meinem Herzen eingenommen und ich kann es euch allen nur empfehlen. Und wo wir gerade bei der Queen Colleen Hoover sind, habe ich ein Buch für euch, was ich glaube noch nicht bei vielen gesehen habe, nämlich Colleen Hoover Too Late. Ja, dieses Buch habe ich damals im Urlaub gelesen und ich habe es verschlungen. Ich habe diese 450 Seiten an nur einem einzigen Tag gelesen. Ich konnte nachts nicht schlafen gehen, bevor ich das Buch nicht beendet hatte. Und ja, dieses Buch war einfach grandios. Es war wie ein geiler Film, von dem du nicht mehr loskommst, oder eine geile Serie, wo du einfach immer weiter gucken musst. Und so war es mit diesem Buch. Es ist was komplett anderes. Also für alle Colleen Hoover-Fans, die an dieses Buch rangehen und ein Colleen Hoover-Buch erwarten, ich denke, die werden enttäuscht. Obwohl ich das auch so nicht sagen kann, weil ich bin auch Colleen Hoover-Fan und bin daran gegangen, dass es so ein typisches Colleen Hoover-Buch wird. Wird es aber nicht. Es ist was ganz anderes. Es ist dunkel, es ist böse. Es geht halt um, ja, unsere Protagonistin. Unsere Protagonistin ist mit einem Drogenboss zusammen und ja, man merkt ziemlich schnell, dass sie das eigentlich gar nicht mehr möchte und nur aus bestimmten Gründen mit ihm zusammen ist und ja, irgendwie ein bisschen dazu gezwungen wird und ja, dann lernt sie halt einen jungen Mann kennen, zu dem sie direkt eine tolle Beziehung aufbaut, beziehungsweise bei dem sie direkt das Prickeln spürt, was sie halt bei Asa nicht hat. Ja, aber Asa, der ist halt richtig skrupellos, der lässt sie beschatten und alles und sowas. Und es war so geil, dieses Buch. Also wirklich, ich war so baff, es war wirklich so, so gut.
Für alle, die es auch mal ein bisschen dunkler mögen und spannend. Und es war wirklich, wirklich gut. Es hat mir so super gefallen. Es war so am Ende so ein, zwei Sachen, wo ich mir so gedacht habe, okay, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, man kann es jetzt zum Ende bringen. Aber ansonsten war das Buch für mich rundum perfekt und ich habe es so gefeiert und ich fand es absolut genial. Dann ein Buch, mit dem ich, wie ihr vielleicht wisst, in diesem wunderschönen, hier ist es, Lux-Magazin drinne bin, nämlich The Light in Us von Emma Scott. Dieses Buch, ja, es war Liebe auf den ersten Seiten. Und ja, es geht hier um Charlotte und wie heißt denn unser Kerlchen hier? Gott, ja, ich fand das Buch so gut, aber habe seinen Namen vergessen. Hieß der Max oder sowas? Ah ne, Noah. Naja, ist ja fast das gleiche wie Max. Es geht um Charlotte und Noah. Und ja, Noah war mal so ein Extremsportler. Der hat seine Karriere über alles geliebt. Der war ein Adrenalin-Junkie. Und nach einem Unfall, ja, ist er das alles nicht mehr, weil er sein Augenlicht verliert und irgendwie festhängt. Und deswegen ist er sehr, sehr böse. Er ist böse auf jeden Menschen, auf die ganze Welt, auf sich selbst, einfach auf alles, auf das man böse sein kann. Und er lässt auch niemanden an sich ran. Und dann kommt da Charlotte in sein Leben gehüpft und sie soll, ja, ich weiß gar nicht mehr, was sie da macht für ihn. Ja, sie ist so, wie so seine Assistentin. Sie kümmert sich halt so ein bisschen um ihn und ist halt da, ich weiß nicht, ob man das Assistentin nennen kann, auf jeden Fall. Ja, nach und nach natürlich, er ist fies zu ihr, aber sie hält sich wacker und es ist so eine schöne Liebesgeschichte, wirklich, weil ich finde die Geschichte so schön, weil man merkt hier eine Veränderung. Es ist so eine schöne Veränderung, sie ist so ganz sachte und langsam und nicht so übertrieben gespielt und sie ist einfach toll und ja, also ich fand dieses Buch so klasse, ich liebe es, ich kann Noah total verstehen, man liest auch teilweise aus seiner Sicht und ich kann seine Denkweise total verstehen und klar, er war echt oft fies und gemein und grausam, aber wenn man alles in seinen, also wenn man in seinen Kopf reinguckt, kann man es irgendwie kapieren und ja, ich mag das Buch so gerne, ich habe es so sehr geliebt, ich habe auch nicht viel markiert. Was aber nicht daran liegt, dass es schlecht war, sondern ja, ich habe es wirklich einfach geliebt und genossen. Ja, ich fand das Buch wunderschön und ich möchte auf jeden Fall noch dieses Prequel dazu lesen. Und ja, ich kann es jedem von euch empfehlen. Ich meine, ihr wisst, ich liebe Emma Scott. Und ja, weil wir gerade bei meiner Liebe von Emma Scott sind, ist natürlich ein weiteres Buch von dieser Superautorin auf meiner Liste gelandet. All In, Band 2. Ich habe Band 2 so sehr geliebt. Im Allgemeinen habe ich beide Bücher geliebt. Sie sind traurig, sie sind so irgendwie voller Schmerz und aber irgendwie ist da doch noch das Glück, was man ja fassen kann und das Buch war wirklich, wirklich rundum perfekt. Ich habe es geliebt. Es war so am Anfang eine kleine Sache, die so ein, ob die so realistisch war, das weiß ich nicht, aber ich habe darüber hinweggesehen und habe mir gedacht, komm, der Rest des Buches war wirklich der Hammer. Ich fand es so, so schön. Ich liebe die Charaktere. Ich mochte die Charaktere, um die es hier geht, ja schon im ersten Band. Besonders unseren männlichen Protagonisten, den mochte ich schon im ersten Band so, so gerne. Viele finden es verwerflich, den zweiten Band. Ich muss sagen, klar, wenn man das jetzt so krass sieht, ja gut, kann man sich drüber streiten, aber im Großen und Ganzen fand ich super, super schön und ja, das Buch ist echt toll. Ich kann euch zu Band 2 leider nichts sagen, weil ich euch dafür zu Band 1 spoilern würde, aber ich kann euch nur sagen, lest diese Reihe. Sie ist auf jeden Fall traurig, vor allem auch Band 1. Es ist voller Herzschmerz, aber auch voller schöner Momente, die das Ganze dann wieder wettmachen. Und ja, ich habe es ja sogar signiert, weil ich sie ja treffen durfte. Ja, sie ist eine richtig tolle und sympathische Person und es war so toll. Und ja, machen wir weiter. Schwärmen wir von den nächsten Büchern. Es kommen übrigens noch 3 Bücher. Und als nächstes habe ich ein Buch auf die Liste genommen, was ich gar nicht lesen wollte. Und dadurch, dass ich dann ja so mit meinen Mädels unterwegs war, die dann zu mir gesagt haben, du musst es lesen, es ist wirklich gut, das Buch, habe ich es dann gekauft und habe es gemeinsam mit der lieben Iris gelesen. Und zwar geht es um Dark Elements, glühende Gefühle. Das ist Band 4 von Dark Elements und hier geht es um Zane. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das Buch nicht lesen, weil
ich Zane in Dark Elements nicht mochte. Er war für mich so ein Störfaktor. Ich mochte ihn wirklich nicht. Und deswegen wollte ich das Buch nicht lesen, weil ich mir so gedacht habe, nee, komm, du liest kein Buch, wo du den Protagonisten nicht magst. Das bringt dich überhaupt null. Und ja, aber wie gesagt, ich wurde dann dazu überredet und habe es gelesen und ich fand es so toll. Es war erstens total toll, in die Dark Elements Welt zurückzukehren, denn wir treffen ein paar von unseren alten und geliebten Charakteren wieder und die Geschichte an sich war wirklich, wirklich cool. Also erstmal unsere Protagonistin, die fand ich super, die war total tough und ja, ist nicht auf den Mund gefallen, war aber so ein bisschen schusselig. Ich mochte sie wirklich, wirklich gerne und im Zusammenspiel mit Zane, ich kann euch sagen, für alle, die es so, denen es so geht wie mir, die Zane nicht mochten, also nicht so sehr, denen kann ich das nur empfehlen, weil Zane ist hier ganz anders, er wird hier in einem ganz anderen Licht gezeigt und ich mag es wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ich fand toll, ich fand das Zusammenspiel von den beiden toll, von Zane und unserer weiblichen Protagonistin, wie hieß sie gleich nochmal? Layla war die aus dem ersten Band? Wie hieß sie denn hier? Trinity oder sowas? Ja, Trinity, genau. Zane und Trinity waren wirklich toll. Und wie gesagt, da wieder in die Welt zurückzukehren, der ganze Geschichtenaufbau. Es waren so ein, zwei Überraschungen drin, womit man irgendwie nicht gerechnet hat. Und ja, ich fand es wirklich, wirklich toll. Es hat mich sehr überrascht und deswegen ist es auf meine Highlight-Liste gelandet, weil es mich halt so überraschen konnte, weil ich es erst gar nicht lesen wollte. Ich habe übrigens meine Highlight-Liste nicht als Rangliste gemacht, aber das beste Buch des Jahres 2019 werde ich euch gleich ganz zum Schluss zeigen. Aber vorher haben wir noch ein anderes und zwar Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Ihr wisst, ich bin großer Ava Reed-Fan und auch dieses Buch habe ich so geliebt. Und ja, hier kommen zwei Protagonisten zusammen, die ja eigentlich gar nichts verbindet und die jetzt auch nicht unbedingt erpicht darauf sind, Zeit miteinander zu verbringen. Aber es gibt da eine Liste und diese Liste beinhaltet Aufgaben, die die beiden gemeinsam erfüllen müssen. Und auf dem Weg dorthin, die Aufgaben zu erfüllen, kommen sie sich natürlich näher. Und oh mein Gott, ich fand dieses Buch so, so, so schön. Also wenn mich jemand fragen würde, was für mich das beste Buch von Ava Reed ist, würde ich tatsächlich das hier als eins ihrer besten nennen. Ich fand das so gut. Ich habe es echt geliebt. Der Schreibstil, da müssen wir gar nicht von reden. Ava Reed, die kann schreiben, ne? Also wie gesagt, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber Yara und, wie hieß er, Noel oder sowas? Noel, genau. Yara und Noel. Die beiden waren so, so toll. Die waren mit sich selbst nicht ganz im Reinen. Aber irgendwie hat sich das alles hinterher so, ja, es hat sich alles so schön geklärt und es war so harmonisch und es war so toll. Es war überhaupt nicht langweilig. Man hat die beiden auf eine wundervolle Reise begleitet, wo man sich manchmal echt gedacht hat, oh mein Gott, ich möchte da jetzt auch sein. Und es war wirklich, wirklich, ich habe es sehr geliebt und kann dieses Buch jedem empfehlen. Es ist gar nicht so dick und es hat nur 300 Seiten, aber es ist eine wunderschöne Geschichte. Auf so wenig Seiten so viel tolle Geschichte zu erzählen, ist echt super. Und das hat sie toll gemacht und ja, ich liebe das Buch. Aber kommen wir zu guter Letzt zu dem Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich das Highlight aus dem Jahr 2019. Und ich denke, alle anderen Bücher, die kommen, werden es sehr schwer haben, damit mitzuhalten, weil dieses Buch, ja, unglaublich ist. Und zwar geht es um Kasadim von Julia Dippel. Ich wollte das Buch eigentlich lesen, aber auch wieder nicht, weil ich muss erstmal sagen, ich finde das Cover nicht schön. Das haben natürlich viele gesagt, aber ich war halt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so, ich muss das Buch sofort kaufen, sondern auch, ja, ich hole mir das später irgendwann mal und lese es dann und nicht so dieses, oh mein Gott, sofort. Auf jeden Fall hat dann die wundervolle Esther, wofür ich sie unglaublich doll liebe, mich dazu überredet, weil sie hat zu mir gesagt, lies es, du wirst es lieben. Es hat ja, Ähnlichkeit vom Stil her mit Das Reich der Sieben Höfe. Unser Protagonist hat Ähnlichkeit mit Therese. Also nicht, dass die beiden gleich sind oder so, aber so von ihrer Art und Weise und von ihrer Machart, wie sie so sind, sind sie halt so im Kern gleich, hat sie gesagt. Und ich musste es lesen. Und was soll ich sagen? Ich habe es abgöttisch geliebt. Ich kann euch mal hier meine Markierungen zeigen. Diese Geschichte ist grandios. Der Schreibstil ist klasse.
Der Weltenaufbau, wirklich phänomenal. Ich liebe den Weltenaufbau. Ich liebe es, wie sie alles beschreibt. Ich bin kein Freund von langen Beschreibungen. Ich hasse das wirklich sehr. Aber wenn Julia Dippel hier was beschreibt, dann zieht es einen komplett in seinen Bann. Also mich hat es komplett reingezogen. Ich war richtig drinne. Ich konnte mir das alles richtig vorstellen und denken und... Ja, also wirklich, ich habe es unglaublich geliebt und ja, ich musste es als Platz 1 für meine Highlights setzen. Also mich hat lange bzw. noch nie, außer das Reich der Sieben Höfe, ein Buch so sehr umgehauen. Wie gesagt, die Weltenbeschreibung war einfach der Hammer. Dann die Charaktere, oh mein Gott, Noir, ich liebe ihn abgöttisch. Er und Reese teilen sich Platz 1 auf meiner Favorite Book Boyfriend Liste. Und ja, Amaya, sie ist auch so, so cool. Einfach alle Charaktere, jeder Charakter, der hier vorkommt, ist irgendwie auf seine Art und Weise was Besonderes. Und es war so, so cool. Und dann, was hier alles passiert. Wirklich, es kommt eine Sache nach der anderen, die dich wieder umhauen. Und jedes Mal habe ich zu Esther gesagt, oh mein Gott, Esther... Ich habe das Buch übrigens gemeinsam mit Ella gelesen und ich habe jedes Mal, weil die Esther war die ganze Zeit so, oh mein Gott, wie findest du es, wie findest du es? Sie war natürlich auch total gespannt, weil sie es ja so hoch gelobt hat und wir waren beide gespannt eigentlich. Alle drei waren wir gespannt, Ella ja auch, die wurde ja dann quasi auch gezwungen, weil ich gesagt habe, Ella, bitte kauf es dir, dann können wir es gemeinsam lesen und sie hat es getan. Das ist Liebe. Auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt? Ja, super. Ach ja, es passiert eine Sache nach der anderen und ich habe immer zu Esther gesagt, oh mein Gott, jetzt kann nichts mehr kommen, was das toppt. Es kann einfach nicht passieren, dass jetzt noch irgendwas kommt, was das wieder umhaut. Und es kam wieder was, was das umgehauen hat. Es kam immer wieder was und oh mein Gott, ich habe dieses Buch so sehr geliebt. Vielleicht könnt ihr es hieran sehen. Hier ist nämlich ein Kasadim-Schild. Yay! Beziehungsweise hier ist mein ganzer Kasadim-Schrein. Natürlich hat Kasadim sein eigenes Regal bekommen. Wie soll das auch anders sein? Und ja, ich liebe dieses Buch so sehr. Es hat mich am Ende... sagen wir, ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Nicht, weil das Ende schlecht war, das Ende war wirklich geil, aber es war so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, es sind so viele Fragen noch in meinem Kopf, die nicht geklärt wurden. Was ist damit? Was ist damit? Was ist mit der Person? Was ist mit der Person? Aber es wird eine Trilogie, meine Freunde. Das hat Julia Dippel auf Instagram geschrieben und ich freue mich so sehr. Und ja, bevor ich weiter über dieses Buch schwärme und dieses Buch weitere 10 Minuten oder sowas einnimmt, würde ich sagen, das waren meine Jahreshighlights aus dem Jahr 2019. Ich freue mich jetzt unglaublich auf das Lesejahr 2020 und bin gespannt, welche Highlights das so für mich bereithält. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Highlights waren, ob wir vielleicht gleiche Highlights haben. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!